Willkommen zurück bei City Skylines. Und heute, für mich heute, für euch gestern, kam endlich das Update, was die zum Jubiläum, dem Einjährigen, angekündigt hatten, und zwar mit Terraforming und noch so ein paar anderen leichten Änderungen. Wir fangen einfach mal hier drüben mit den Geländehöhen an. Das ist relativ, oder das ist auch neu dazugekommen. Da sieht man jetzt die Höhen, was später auch wichtig ist beim Bearbeiten oder beim Terraform an sich. Sieht ganz nett aus. Auch so die Ansicht gefällt mir übel gut. Total genial. Schönes Grün. Und das Weiß kennen wir ja schon. Sieht aus wie so eine Öko-Stadt. Ha, nicht schlecht. So, mich wies letztens jemand darauf hin, dass man hier ja sehen kann, wie viele Geburten und wie viele Tode pro Woche. 509 Geburten, 382 Tode die Woche, also ein bisschen mehr als 120, 127 neue Bürger pro Woche kommen dazu. Das müssen wir mal, okay, jetzt ist es ein bisschen gestiegen, deutlich sogar 180. Müssen wir mal im Auge behalten, wenn wir mal wieder Leute verlieren. Es sieht nämlich gerade wieder so aus, als ob die Bevölkerung wieder mal absackt. Wir waren jetzt schon bei 126.000. Die sinkt gerade wieder. Lassen wir jetzt mal dabei. Was ist denn hier hinten immer noch? Das Agrargebiet. Das Agrar gar nicht so gut. Vielleicht. Wirklich nur vielleicht. Liegt es daran, weil hier ständig irgendwie Winter ist? Könnte ja sein. Wo war das denn? Ich könnte doch irgendwo... Jetzt haben sie meine... Hier. Nee, halt. Exportieren. Naja. Scheint doch schon zu laufen. Immerhin müssen wir nichts mehr importieren an Agrarprodukten. Das haut schon so weit hin. Ach hier, genau. Wie sieht es denn eigentlich bei unserem Ölgebiet aus? Geht das hier mal los? Nee. Das ist noch nichts, ne? Ich vergewissere mich nochmal, aber... Ja, ausgewiesen ist ja eigentlich schon alles. Naja, das wird noch dazu kommen. Wir kümmern uns heute mal um das Terraforming-Tool. Da, Landschaftsbau. Das haben wir jetzt hier rechts unten. Da finden wir dann auch direkt 5 Reiter. Einmal überhaupt die Landschaftsbau-Werkzeuge. Dann sind hier jetzt auch die Wege versteckt. Die Radwege und die Fußwege und noch so ein kleiner Kiesweg. Dann hier auch die Bäume. Gucken, ob da die Mod eigentlich noch funktioniert. Genau, okay. Hatte ich noch nicht geschaut, ob die schon kompatibel sind, aber das dürfte funktionieren. Dann auch neu dazugekommen, so ein paar Steine, die man setzen kann. Jetzt ist hier gerade Nacht, das ist natürlich doof. Zack, kostet 10 Credits. Ah, kann man auch drehen. Kann ich die auch? Geht das, wenn ich die so ein bisschen... Ah ja, die kann man ineinander bauen. Ich sollte Gärtner werden oder Landschaftsgestalter. Plus kein Bürgermeister, aber dafür reicht's. So, nee, ist kein einfacher Job, um Gottes Willen. So, eine Felsformation. Aha. Gibt also auch da einige Felsen. Aber was ich richtig geil fand zu diesen Terraform-Werkzeugen hier, das ist einmal so eine Kaimauer. Dann haben wir hier noch Hochwassermauern. Die kann man, die zieht man so wie Straßen. Und die kann man auch so ein bisschen rund machen. Geht auch. Also wie die Straßen halt, die Werkzeuge gibt es dafür auch. Und was es hier auch gibt, das sind so Kanäle, die man bauen kann. Na, die gehen nicht nur gerade, die kann man auch rund ziehen. Und da würde ich sagen, das würde ich ganz gern eigentlich echt mal testen. Das finde ich eine super Sache. Absolut genial. Jetzt haben wir hier, ich überlege das. Ich hatte wirklich bloß, also ich habe damit noch nichts gemacht. Ich habe bloß reingeschaut, habe das Spiel geladen und auf Pause gemacht und mir bloß mal hier unten alles schnell durchgeschaut, was es so gibt, in die Patch Notes gelesen. Noch einige Fixes gab es auch dazu, aber ach, das habe ich schon wieder alles vergessen. Nee, aber hier, das ist eine feine Sache. Ich hatte nämlich vor, hier eventuell so einen Kanal durchzuzimmern. Das könnten wir auch echt mal probieren, aber hier sind jetzt halt die ganzen U-Bahn-Linien. Das ist eventuell hinderlich. Das dürfte gar nicht funktionieren. Nee. Aber von hier nach hier könnte ich machen. Die Straßen hier oben könnten wir wegmachen. Da kann man dann einfach so ein paar Brücken hinbauen. Und hier unten... Schade. Sonst hätte ich immer so einen kleinen Kanal durchgezogen. Und das nochmal getrennt. Das Touristengebiet und hier das Wohngebiet.
Warte mal, wir haben zwar hier unten noch ein bisschen was. Na, ganz wenig ist nur noch frei, aber mir wurde gerade angezeigt, da, der Balken für die neuen Einwohner, der schlägt schon wieder aus. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt hier unten komplett. So, da oben fehlt noch was. Und ich mache mal ganz kurz die Parks. Moment. Kleiner Park. Großer. Klein. Wo ist denn der kleine Spielplatz? Hier. Oh, dachte schon, den haben sie weggepatcht. So. Ja, da vorne noch einen hin. Mir auch egal. Oh, den Rest, da schauen wir dann mal so. Was brauchen wir denn noch? Eine Feuerwehr. Zack. Gesundheitstechnisch nochmal. Oh ja. Oh. Oh, da fehlt aber einiges. Wir bauen mal ein Krankenhaus. Da haben wir noch keins. Da würde es hinpassen. Ich hätte es aber gern hier. Pass mal auf, ich nehme jetzt hier mal. Ah, nein, geht nicht. Kann ich nicht wegnehmen, die Straße. Kriege ich es denn hier oben? Ah, nee. Geht nicht, da habe ich schon Gebäude gebaut. Aber hier unten. Geht es auch hier hin? Nee. Tada! Och. Ah, bis hier hoch. Bis zum Erzgebirge wollte ich sagen. Bis zur Erzindustrie. Na gut, wir könnten natürlich, das könnten wir probieren. Wenn wir. Wo ist denn das jetzt? Transport, U-Bahn, wenn ich die Dinge einfach hier irgendwo nehme, Gefälle zu steil, und dann hätte ich die halt vielleicht noch ein bisschen weiter runter gebaut, wisst ihr? Also so auf die maximale Tiefe, was die U-Bahn so verträgt, und dann einfach hier hinten wieder angeschlossen. Ich mache jetzt mal auf Pause. Nimm das jetzt hier mal weg und guck mal, ob das klappt. Das wäre nämlich nice. Nee, das klappt nicht. Schade. Schade, schade, schade. Bloß nicht das Verkehrte jetzt wegnehmen. Oh, da war ich kurz über dem Flughafen. Naja. Dachten, der Weltraumlift 470 Leute. Boah. Naja. Schade, aber wir können ja trotzdem einen Kanal reinbauen. Wir müssen ja nicht. Können wir ja trotzdem machen. Von hier nach hier dann halt. Na, wenn da die U-Bahn im Weg ist, dann ist das halt so. Aber dann machen wir hier halt so einen kleinen rein. Ich überlege noch, wie wollen wir den machen? Wir könnten den einfach hier unten irgendwo. Moment, das müssen wir erstmal testen. Stimmt, da fiel mir nämlich vorhin schon was zu ein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Kanal erst mit Wasser befüllt wird, wenn ich den auch ans Wasser ranführe. Also wenn ich den jetzt bloß hier so mit in die Landschaft setze. Probieren wir das jetzt hier mal. Ja, dachte ich mir. Da habe ich einen Kanal, aber kein Wasser. Ah, guck mal, den kann man immerhin gut wieder wegnehmen. Also wie könnten wir das anstellen, dass ich hier Wasser reinkriege? Gar nicht. Schade, dass die U-Bahn nicht so weit unten lang geht. Es gibt halt hier noch mittlerer Kanal und noch ein tiefer Kanal. Das ist jetzt schon der flache Kanal. Wir könnten auch hier unten so eine schöne Kaimauer bauen. Kann man die auch schräg machen? Oh ja, das geht auch. Kostet auch gar nicht so viel Geld. So. Bis unter die Brücke. Dezenter Stau hier mit den ganzen Schiffen. Ja, das ist ein bisschen zu nah. Da müsste es gehen, genau. Geht nur leider nicht ran ans Gebäude. So,
Ist aber gar nicht so blöd. Das gefällt mir eigentlich, wenn das hier so drumherum geht. Finde ich nicht schlecht. Finde ich echt nicht schlecht. Gerade auch hier hinten. Ja, da kollidiert es leicht. Oh, komm. Geht nicht. Können wir die nach oben und nach unten bauen? Nee, das geht auch nicht. Schade. Vielleicht überarbeiten wir dann einige Stellen nochmal, dass wir hier überall so eine Keimauer dran bauen. Jetzt drunter durch. Also wirklich, das macht schon mal eine Menge her. Finde ich viel, viel besser. Die ist auch so schön geschwungen. Und wisst ihr, was wir daran machen können? Da könnten wir dann zum Beispiel solche Radwege dran bauen. Wie nah geht das ran? Das hier wäre wohl schon was. Oh, was haben wir denn hier? Anhebungsschritt. Was? Weiß jemand, was das sein soll? Ach, guck mal, das geht hier sogar drüber. Ich kann aber nicht direkt drauf starten. Ich könnte das zwar. Anhebungsschritt. Ach so. Ach, guck mal, wie hoch das geht. Jetzt ist er ganz tief, jetzt ist er ganz hoch. Da geht es direkt hoch. Ah, oh, das ist super. Da kann man das ja noch genauer einstellen. Ja, es geht nicht ganz drüber. Aber man könnte halt trotzdem das so vorbeiführen irgendwie. Okay. Ah, geil. Bin ich schon mal ein bisschen begeistert. So, wir können ja auch mal jetzt dieses Terraforming-Tool benutzen. Was gibt es denn hier? Was ist denn das erste? Gelände wechseln. Gelände anheben und absenken. Okay. Pinselstärke. Nehmen wir hier mal eine freie Fläche. Okay, wie stark das wahrscheinlich passiert, gibt es dann auch noch in anderen Größenordnungen. Könnten wir uns hier irgendwo einen Berg hinbauen? Okay, Rechtsklick ist. Oh, das kostet aber viel Geld, sehe ich gerade. Ja, das geht. Anheben, absenken. Linksklick anheben, rechtsklick absenken. Gelände einebnen. Oh, oder einen Krater bauen. Was ist das hier? Gelände glätten? So, komm mal wieder hoch. Das reagiert relativ stark. So. Sieht aus wie von der Natur gewollt. Ja, aber die Kanäle, die finde ich halt echt geil. Pass mal auf, wir testen die mal alle nebeneinander. Die können wir wieder abreißen. Mal so ein normaler, dann mal so ein mitteltiefer. Zack. So ein ganz tiefer. Ja, doch. Also der normale, dann der mittlere, der wahrscheinlich doppelt so tief ist wie der normale. Und dann nochmal der ganz tiefe, der nochmal das Doppelte vom mittleren hat, so wie es mir aussieht.
Ah ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Gute Neuerung. Aber halt schwierig zu bewältigen, wenn da schon U-Bahn-Linien gezogen sind. Ich guck gerade mal, vielleicht kriegen wir das ja irgendwo hin. Wir könnten hier vielleicht so einen Kanal durchziehen. Ne, da haben wir auch schon wieder U-Bahn. Stimmt. Tja, wir sind schon fast komplett vor U-Bahn. Hier hinten noch nicht. Hier könnten wir das machen. Oder hier an der Bahnlinie vorbei. Ja, obwohl hier vorne haben wir auch schon wieder andere Sachen. Wir haben ja noch genügend Platz. Wir können ja dann irgendwo so eine kleine Kanal-City bauen. Also wo dann... Warum ist denn das hier schwarz? Haut aber hin. Ah, hier geht auch noch einiges beim Tourismus. Ich ziehe erstmal diese Keime und die gefallen mir echt gut. Zack. Strommasten im Weg. Dann muss ich es mal kurz wegnehmen. Bauen das gleich neu. Ich weiß gar nicht, wo die hinführt, die Stromlinie. Ich weiß gar nicht so genau, wo ich überhaupt bin. Ich glaube, das hatten wir mal für die Abwasserentsorgung. So, soll erstmal reichen. Oh, geil. Oder wie findet denn ihr das? Also ich finde das super. So, das hier hinten. Genau, hier drüben hatten wir die beiden Schneedinger. Pass mal auf, das können wir jetzt eh ganz anders machen. Wir haben ja hier drüben Strom, dann nehmen wir uns den einfach von dort. Dann brauchen wir das hier drüben ja gar nicht. Okay. Ja. Aber trotzdem, das mit dem Kanal möchte ich unbedingt noch probieren. Wir könnten vielleicht auch... Wenn ich hier oben noch ein bisschen Müllentsorgung baue, das hier drüben mal wegnehmen und dann was anderes hier machen. Schneedeponie, zwei Mülldeponien. Ach, okay, die leeren sich wohl gerade. Gebäude leert sich. 69% noch voll. Okay. Wir sollten allgemein hier oben vielleicht noch eine Autobahnkreuzung dran bauen, die dann hier runter führt. Oder wir machen hier drüben einfach so eine Kanal-City. Hier sieht der Boden wieder so anders aus. Was gibt es denn hier für Rohstoffe? Oh, nochmal Öl. Oh, das reißen sie uns ja jetzt schon förmlich aus der Hand. Wobei Erz, hier steht auch, verwendet Erz 0. Aber Erz wird doch hier drüben abgebaut. Verarbeitet, wie auch immer. Warte mal. Sagt denn der Export dazu? Exporterz. Dann bräuchten wir wieder ein paar normale Waren. Vielleicht. Ich ändere das hier drüben mal kurz ab. Dass wir hier. Halt. Das kommt weg. Genau, die generische Industrie. Das
ist mir ein Rätsel, warum hier nichts passiert. Ich meine, so weit weg hätten die Leute das jetzt nicht unbedingt. Hier auf Arbeit. Naja. Ah, hier ist ja schon genug Müllentsorgung. Das ist ja super. Eventuell hier hinten mal noch so eine Müllverbrennungsanlage hin, ne? Das ist vielleicht eine ganz, ganz gute Idee. Aber zwei. Ach komm. Bin ich mal spendabel heute. Mach ich mal vier. Geld ist ja noch genügend da. Aber fast der Strom weg. Wir bräuchten vielleicht nochmal ein Kernkraftwerk demnächst. Kann man das hier drüben nämlich wegreißen. Wenn die Dinger leer sind. 12%, 66%. Oha. Wird eine Weile dauern. Wie könnten wir das hinkriegen, dass hier hinten die Industrie anfängt? Oh, 667 Touristen. Jawohl. Wie viele Leute schießen unser Weltraumlift in die Luft oder nach Hause? 516. Wir hatten in der letzten Folge, hatte der irgendwie 1000 noch was angezeigt. 1500 oder so. Naja, vielleicht werden das nochmal ein paar mehr. Ich bedanke mich heute erstmal wieder fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.